The Block of Rock 2014 ist für euch in den hohen Norden gefahren und ist hier beim Wacken Open Air. Jawohl, auf der Hauptstraße geht hier schon die Post ab am Mittwochabend, bevor es morgen natürlich hier richtig losgeht. Ich habe schon jede Menge Leute getroffen und es ist unglaublich, was hier schon für eine Stimmung ist. Und ich freue mich natürlich hier auch den einen oder anderen gleich nochmal zu treffen, mit dem wir hier vielleicht einen Drink nehmen können, weil auch Metal and Wine ist hier auf der Hauptstraße. Und hinter mir steht er auch schon, unser erster Gast des Tages, Lemmy von Motorhead, hier auf der Hauptstraße. Come on in! Hallo! Lemmy, ist ja unglaublich. Du spielst am Freitag hier auf der Hauptbühne und bist heute schon hier in Wacken und... Ja, ich will mir das ganze Spektakel und gibst dir natürlich anschauen. Das Motorhead Bastard Bier. Ja, natürlich. Ich will dann mal schauen, was hier so im Angebot ist und super lecker. Das eigene Bier auch mal trinken, wirklich. Auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja schon erstaunlich, dass du halt schon zwei Tage vorher da bist und es macht natürlich auch einen Riesenspaß, deine Fans hier persönlich zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Also die Resonanz ist riesig und auch im Vorfeld mal die Leute zu sehen, macht wahnsinnig viel. Kommt mal rein, wer seid ihr denn? Servus, hi. Wo kommt ihr denn her? Aus Oberfranken, Bayern. Aus Oberfranken, den weiten Weg habt ihr gemacht? Ja, klar, jedes Jahr. Ja. Und den kennt ihr auch? Ja, klar. Ja? Freut euch schon auf die Motorhead-Show? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wart ihr denn letztes Jahr auch hier? Ja, war mal. Ja, da ging es ihm ja leider nicht so gut, aber jetzt ist er wieder voll dabei, hat sein eigenes Bier mitgebracht und jetzt geht's besser. Neunmal hier. Was neunmal? Neunmal hier in Wacken. Neunmal in Wacken. Unglaublich. Ja, dann genieß es heute. Und Lemmy wird älter. Auf jeden Fall. Lemmy, ich finde es ja super, weil du hast ja hier nicht nur deine eigenen Biere mitgebracht, sondern auch Weine. Und ich denke mal, wir gucken uns ja gleich mal an, dass du hier bei natürlich. Metal & Wine am Stand bist und wirst auch ein bisschen da sein für uns. Ja, auf jeden Fall. Ja? Wir sollten gleich mal rübergehen. Das machen wir jetzt auch. Uns die Sache anschauen. Ja. Das war der Block of Rock hier auf der Hauptstraße in Wacken und jetzt gleich bei Metal & Wine, weil wir sind hier in Wacken!